So, da wären wir wieder. In der Zwischenzeit habe ich es getan. Ich habe mal auf die Karte geguckt. Ja, ich wollte die nächsten Folgen nicht weiter planlos durch die Gegend fliegen. Wir sind ein wenig falsch. Wir müssen von einem Omicron Lyrae noch weiter nach Westen. Ich bin viel zu weit östlich geflogen. Ich habe euch ja schon erzählt, dass die Argonen ihre Hauptsektoren da haben, wo wir gestartet sind. Aber halt auch mehrere so eine Art Kolonien. Das Gebiet um Omicron Lyrae ist eins dieser Kolonien, aber es ist halt eine weiter entfernte. Wir müssen auf eine dazwischen. Das heißt, erstmal fliege ich jetzt kurz nach Omicron Lyrae. Und ich nenne das immer Lyrae und nicht Lyrae, weil das für mich komisch klingt. Aber ja, und wenn wir dann da sind, dann gucke ich mal auf die Karte, ob wir da irgendwas in der Nähe hätten, im Westen, ob wir da vielleicht hinspringen können. Das wäre ja schon praktisch. Denn sonst müssten wir entweder durch einen Xenon-Sektor, und das kann recht gefährlich werden, oder wir müssen einen sehr weiten Umweg fliegen. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Wir haben da ein paar terranische Diplomaten, die für ihre Rückkehr nach Ketzers Untergang noch eine Eskorte benötigen. Wir würden denen gerne zeigen, wie wir die Dinge hier handhaben. Und die Teilnahme an einer solchen Mission würde sich in ihre Akte gut machen. Ich übertrage Ihnen jetzt die Details. Wenn Sie Interesse an dem Auftrag haben, dann folgen Sie einfach den Anweisungen. Ja, am Anfang wurde ja gesagt, dass wir eine Mission in Omicron Lyrae nehmen könnten. Das war gerade die Einleitung dazu, aber das wollen wir noch lange nicht machen. Wir wollen jetzt einfach nur hier durchfliegen. Warum ist der Kammerjäger da hervorgehoben? Ich dachte schon, der wäre vielleicht leer und wir könnten ihn besetzen. Na gut. Haben wir noch erweiterte Satelliten? Ja, sehr schön. Raus damit. So, jetzt bleibe ich einfach mal hier stehen. Guck auf die Karte. Zweifel des CEOs. Das ist, glaube ich, sogar in der Nähe. Ja, sehr schön. Ich habe gerade mal nebenbei auf die Karte gelinst. Zweifel des CEOs ist ziemlich nah an dem Bereich, wo wir hin müssen. Und wir müssen nicht durch den Xenon-Sektor. Rolks Vermächtnis. Von hier aus müssten wir nach Norden gehen. Dann müssten wir 1, 2, 3 Sektoren nach Norden, einen nach Osten und einen nach Süden. Dann sind wir in der Heimat der Legende. Und da ist das Otas Hauptquartier. Da wollte ich eigentlich die ganze Zeit über hin. Aber gucken wir mal, wie weit wir überhaupt springen können. Da kommen wir schon mal nicht hin. Das ist nicht gut. Dann fliegen wir jetzt erstmal zum Westtor. Springen da durch und vielleicht noch ein Tor weiter und hoffen, dass wir von da aus denn genug Energie haben. Und sonst müssen wir uns einfach irgendwo ein Solarkraftwerk suchen. Hier schon mal keins. Also ja, ich freue mich schon drauf, wenn wir das neue Schiff haben. Denn mit diesen 50 Energiezellen oder was wir hier im Frachtraum haben, kommt man echt nicht weit. Und später, wenn man durch das halbe Universum springen kann, das ist schon irre praktisch. So, das klingt doch gut. Wir fliegen mal in die Mitte. So, Autopilot müsste an sein. Und jetzt gucke ich mal auf unsere Besitztümer. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Unsere Supplier hatten wir noch gar nicht zu Ende ausgerüstet. Beziehungsweise nicht zum Einsatz geschickt. Was ist mit denen hier? Sie sind fleißig dabei, Energiezellen zu kaufen. Und sind immer noch Lehrling. Das ist ja komisch. Das dauert wohl echt länger als gedacht. Und wir haben inzwischen schon 1600 Silizium. Das ist gar nicht gut. Und 1 Million verfügbare Credits. Ja, die hatten wir da mal reingepumpt, sogar noch mehr. Das wird halt momentan ausgegeben, um die Lager zu füllen. Wie sehen die Lager aus? Fast leer. Na gut, lassen wir die mal weitermachen. So, und ihr kriegt jetzt den Befehl. Sind schon zugeordnet zu der Heimatbasis. Jetzt kriegt ihr auch den Befehl Handel. Handelsvertretung starten. Jetzt werden die genauso lostingeln und auch Energiezellen kaufen. Eventuell muss ich da noch mehr reinpumpen, aber mal gucken. Ich hoffe hier einfach mal, dass die anderen drei, die schon länger das machen, irgendwann ihr Level abbekommen und dann auch anfangen, die Sachen zu verkaufen. Weil der Sinn der Station war ja eigentlich, ein bisschen Credits zu machen. Und natürlich auch für uns Silizium und Erz zu produzieren. So, starte Handelsvertretung. Jo. Kommando akzeptiert. Und du auch. Kommando, Kommandokonsole, Handel. Ach du Kasse. Kommando Ausweich. akzeptiert. Weg, 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 weg. Autopilot deaktiviert. Was zur Hölle?
Also er scheint beschäftigt zu sein. Das war nicht gut. Ja, kaum starb man auf sein Vermögen, auf seine materiellen Güter, wird's einem heimgezahlt. Und ein riesiges außerirdisches Raumschiff wird einem im Wohnzimmer abgeladen. Oder so ähnlich. Also ja, der hat uns Gott sei Dank nichts getan. Das hätte echt übel enden können. Ja, wir docken mal ganz kurz da an. Nur so fürs Autospeichern. Aber was macht so ein riesiges Xenon-Schiff hier mitten im Aufmarschgebiet der Argonen? Komisch, komisch. Na gut, wenn wir die Energiezellen haben, ist es auch egal. Dann könnten wir jederzeit wegspringen. Auch wenn wahrscheinlich nur ein Schuss von dem Schiff gereicht hätte, um uns zu zerstören. Denn wir haben ja nur ein oder zwei 1-Megajoule-Schilde. Und das sind echt, ja, könnten wir auch mit Pappmaché rumlaufen. Handeln, Energiezellen. Ja. 5 mehr konnten wir einladen. Reicht das denn? Ja, es reicht. Sehr schön. Dann springen wir doch mal zum Südtor. Damit wir da dann zum nächsten Sonnenkraftwerk fliegen können. Von da aus dann weiterspringen. Und es dann hoffentlich noch innerhalb dieser Folge schaffen in die Heimat der Legende. So, da. 2 XXL-Kraftwerke. Die werden wir später auch haben. Mehrere davon. Die werden dann schön über unsere Siliziummine deponiert. Und unter einer Kristallfabrik oder andersrum. Damit das Silizium in die Kristallfabrik gebracht wird. Die Kristalle in die Sonnenkraftwerke. Und wir dann unsere Energiezellen bekommen, die wir für alles andere brauchen. Wir würden gerne handeln. Zack. So. Jetzt würden wir gerne Rolks Vermächtnis, war das? Ja. Und da zum Osttor. Da sollten wir auch gleich mal einen Satelliten da lassen. Und überhaupt erstmal nach dem Nordtor suchen. Sehen tue ich hier nämlich keins. Meine Karte müsste eigentlich stimmen. Ah, da oben. Auch wenn da irgendwas Großes im Weg ist. Oder dahinter ist. Boron, Militär, Rochen. Ah, okay. Kurz einen Satelliten raus. Zack. Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. Will der gerade durch das Tor durch? Nee. Hm. Boron, Militär. Noch einer. Boron, Militär, Kalmar. Boah, die Boronen haben hier eine riesige Flotte aufgestellt. Eingehende Nachricht. Oh. Die Diplomaten sind gerade mit einer Eskortstaffel aufgebrochen. Wir hoffen, sie überlegen sich das nächste Mal anders. Ja. Also wir können das jederzeit angehen. Da gibt es kein Zeitlimit. Das heißt, es werden immer wieder Diplomaten losgeschickt und die brauchen immer wieder eine Eskorte. Erreiche System Montala. So, Montala. Wem gehört denn Montala? Montala gehört den Argonen zentraler Sektor. Ein Bergbauvorposten. Oh, genug Asteroiden hat's hier. Ich hätte aber viel lieber ein Nordtor. Ah, ein Titan mit mehreren. Teladi, Militär, Möwe. Mit einer Möwe. Das klingt jetzt irgendwie nicht ganz so einschüchternd. Tor, Herzenslicht. Herzenslicht. Ein wenig dramatisch, der Name. Gucken wir mal, ob es entsprechend schön aussieht. So. Und gucken wir, ob der Planet noch in der Nähe ist. Also ob der nächste Sektor auch innerhalb dieses Sonnensystems ist. Erreiche System, Herzenslicht. Ja, der ist da hinten. Also hinten rechts von uns. Das heißt, wir sind nicht wirklich weit gesprungen. Auch wenn diese Distanz natürlich immer noch tierisch groß sind. Also da ist er. Wir waren eben gerade da auf der anderen Seite.
Oh, eine Schiffswerft. Sehr praktisch. Sowas merke ich mir immer ganz gerne. Vor allem, wenn man später anfängt, Schiffe zu kapern, dass man immer weiß, wo man die schnell los wird. Und da ist ein Ausrüstungsdock. Ja, sehr schön. Haben echt alles hier, was man braucht. Da wird auch sofort ein Satellit ausgeschmissen. Auch wenn es der letzte war. Aladnas Hügel. So, da müssen wir gleich nach rechts abbiegen. Und den Sektor, den wir dann betreten werden, das ist Aquilas Leuchtfeuer. Der eignet sich sehr für Sonnenkraftwerke. Weil jeder Sektor hat ja einen Wert zugeordnet, wie effektiv die Sonnenbestrahlung da ist. Das ist meistens entweder 100% oder 150%. Aquilas Leuchtfeuer hat, glaube ich, 400%. Also, Aladnas Hügel hat nur 100%. Da hinten ist das östliche Sprungtor, aber vorher gehe ich mal ganz kurz dahin, zu dem Außenposten. In der Hoffnung, dass er noch erweiterte Satelliten hat. Aber meistens, wenn man einen Sektor zum ersten Mal betritt, sind die Lage noch einigermaßen gut bestückt. Navigationssatellit? Nein, wir hätten gerne einen erweiterten. Enterkapseln? Ich sehe keinen. Oh doch, da unten 11 Stück. Die nehmen wir doch mal mit. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Kostet zwar immer eine Menge. Aber dann können wir ihn später auch benutzen, um dann ab und an noch neue Satelliten abzu... Obwohl, warte. Stopp. Nee. Das machen wir alles später mit unserem neuen Schiff. Ich habe keine Lust, an den hier später fernsteuern zu müssen oder dergleichen. Also, wir wollen durchs Osttor. Und sobald wir unser Schiff haben, fliegen wir einfach hier wieder hin und kaufen die dann auf. Dann haben wir auch nicht so ein Problem mit dem Frachtraum. Weil da passt echt viel rein. Also es gibt zwei Varianten von dem Schiff. Einmal den normalen und einmal die Super-Version. Aber ich denke, ich werde mir den kleineren holen. Weil er einfach ein wenig schneller ist und wir damit die Mission eigentlich einigermaßen schaffen könnten. Die ganz großen sind halt nur dafür praktisch, wenn man sehr viel auf einmal transportieren muss. Oder wenn man die Mission bekommt, wo man einfach nur sehr viel abgeben muss auf einmal. Dann parkt man halt 3 Stück davon irgendwo recht zentral gelegen, voll mit Energiezellen. Und wenn man die Mission dann bekommt, dann springen die 3 Transporter einfach direkt zu einem hin und laden alles auf einmal ab. So, jetzt sind wir in Aquilas Leuchtfeuer und ihr könnt sehen, Sonnen 400%. Das ist echt ordentlich. Der einzige Haken war hier, glaube ich, es gibt keine Asteroiden. Also man kommt nicht an das Silizium ran, um die Kristalle zu bauen, um die Sonnenkraftwerke überhaupt zum Laufen zu bekommen. Das heißt, man müsste theoretisch entweder das Silizium hierher schaffen oder die Kristalle hierher schaffen. Was nicht wirklich schwierig ist, wenn man die Logistik benutzt. Aber, manche Leute haben hier immer gerne alles in einem Sektor. Außerdem kommt es so sehr auf die Sonnenenergie auch später nicht an. Also man baut dann einfach später statt ein XXL-Kraftwerk mit 100% halt 4. Kostet zwar was, aber später ist Geld nicht mehr ganz so wichtig. Dann kommt es eigentlich nur noch auf das Micromanagement an. Wie viele Schiffe man hat, wie man die am einfachsten ausrüstet und so weiter. Aber das dauert bei uns, glaube ich, noch eine Weile. So, wir wollen durch das Sprungtor und ihr seht schon, Heimat der Legende. Und das viel umrühmte OTAS Hauptquartier und, glaube ich, auch eine OTAS Schiffwerft. Da kriegen wir das Schiff selbst, nicht im Hauptquartier. Aber im Hauptquartier könnten wir es gleich ausrüsten mit einem Sprungantrieb, wenn ich mich nicht recht irre. So. Erstmal 2 riesige Stationen. Eine Argon Schiffswerft. So, das Hauptquartier. Und hier müsste auch noch weiter hinten noch eine Schiffswerft sein. Genau, die da. Jetzt bleiben wir mal hier stehen. Handeln. Und wir würden gerne erstmal aus dem Flare-Effekt von der Galaxie da hinten wegkommen. Und jetzt würden wir gerne... So. Roter Schiffwerft. Handeln. Also, da ist das schöne Schiff. Eine Mistral. Kann 4000 Einheiten transportieren und hat eine Geschwindigkeit von 130. Das ist schneller als die normale Merkur. Hier ist der Superfrachter. Der kann zwar 15.000 Einheiten transportieren, ist aber um einiges langsamer. Die hier eignen sich ganz gut für einen Universumstransporter, da sie auch noch mehr Schilde haben.
oder halt um später riesige Mengen zu transportieren. Mir reicht aber erstmal der normale Mistral. So, davon hätten wir gerne einen. Und Schilde. Ja, komm, die zwei nehmen wir mit. Besser als nichts. Wir haben momentan 4-5 Megajoule-Schilde. Das ist echt nicht viel. Und halt jetzt die 225er noch drauf. So, wir können hier gleich einen Ladecomputer, einen Landecomputer kaufen. Sprungantrieb, Triplex-Scanner. Frachtscanner brauchen wir nicht. Und die nehmen wir auch mal alle mit, weil sie fast nichts kosten. So. Dann gelandete Schiffe, ihr Mistral. Kommandos, folge mir. Fliegen wir mal drauf zu und teleportieren uns einfach gleich rüber. Ich glaube, ich hatte hier einen Transporter installiert. Im Discoverer. Na, wo bleibst du denn? Genau, so. Jetzt bleib bitte mal stehen. Kommando abbrechen. Wir bleiben auch stehen. Erweiterte Option, wir würden gerne Warenaustausch machen. Und zwar will ich dir alle unsere Energiezellen geben. Damit du gleich wenigstens ein, zwei Sprünge machen kannst. So. Was haben wir noch? Bioscanner. Nee. Triplex-Scanner hast du schon. Den Schnäppchen für Energie geben wir dir doch mal. Handelscomputer-Erweiterung geben wir dir auch schon mal. Und das war's auch erstmal. Wir haben noch keinen Verkaufspreisfinder für ihn, nur den Schnäppchenfinder. Das sollten wir auch noch ändern. Und sonst reicht das. So, jetzt wollen wir uns rüber teleportieren. Erweiterte Option, Schiffswechsel. Swoosh. So, man merkt gleich, er ist wesentlich träger. Also ich kann nicht so schnell wenden. Aber sei es drum. Und jetzt springen wir mal... Da gab es bestimmt Solarkraftwerke, oder? Nein. Ein System mit 400% Sonnenbestrahlung und keiner baut da ein Kraftwerk hin. Sprungantrieb nicht einsatzbereit. Nicht genügend Energie vorhanden. Also springen wir zum Westtor und hoffen dann das Beste. Oh, und ich glaube, wir haben das noch gar nicht getuned mit der Geschwindigkeit. Das sollten wir unbedingt gleich im nächsten... Können wir das hier gleich machen? Triebwerkstuning. Aber es ist 40 Kilometer weg. Das können wir auch in der nächsten Zone machen. Da einmal durch, bitte. Und hoffen, dass es da drüben jetzt so ein Kraftwerk gibt. Weil momentan fliegt er halt nicht die 130, die er fliegen kann, sondern... Erstmal hat er keine Boosterweiterung, also dauert es ewig, bis er auf Maximalgeschwindigkeit ist. Und dann ist die Maximalgeschwindigkeit 65. Oh, weia. Ah, können wir es hier vielleicht? Da wollten wir eh hin. Wird nicht aufgelistet. Aber können wir trotzdem kurz hinfliegen. Da. Sinza an. Und wir haben ein Ansehen gewonnen. Wahrscheinlich wegen unserer Universumshändlern. So, jetzt müssen wir nur auf die 5 Kilometer ran. Dann kaufen wir die ganzen Satelliten, schauen, ob er vielleicht sogar Energiezellen auf Lager hat. Das haben die manchmal. Und springen dann von da aus zum nächsten Ausrüstungsdock. Komm schon, alte Schnecke. 4,5, zack. So, wir hätten gerne keine Marines. Wir hätten gerne Energiezellen. Das ist doch sehr schön. Dann nehmen wir mal 300 mit. Obwohl, komm. Nehmen wir nochmal 200, wenn wir 500 haben. Wir hätten gerne alle erweiterten Satelliten. Die Lizenz haben wir schon. Schilder leider keine mehr. Kampfsoftware MK1 nehme ich auch mal mit. Und tunen können wir ihn hier leider nicht. Na gut.
Dann halt nicht. Gab es hier noch eine Handelsstation? Ja, da können wir nochmal hinflitzen. Also, flitzen im übertragenen Sinne. So. Einmal wenden. Wo ist die Handelsstation? Das ist wahrscheinlich von dem riesen Ding hier blockiert. Die Sicht da drauf. Okay, beschleunige einfach in die Richtung. Argon, kleine orbitale Waffenplattform. Nein, das ist keine Handelsstation. Markiere als Ziel. Ah, da unten. Ah ja, hinter dem Arm der Station. Also Sinza an. Und hin da. Auch ein wenig bedrohlich, die Musik hier. Dafür ein sehr interessanter Planet. Sieht mir irgendwie aus, als wenn er zugefroren wäre. Und riesige Orkane. So. 28 Kilometer. Na gut, dann machen wir einfach mal das Ganze so. Flieg automatisch bitte an den Punkt. Doppelklick. Und was sagen unsere Besitztümer? Kaufe, 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 kaufe. Der hier müsste schon länger dabei sein. Lehrling. Lehrling, alles Lehrlinge. Und obwohl so viele kaufen gehen, ist das Lager leer. Das ist komisch. Vor allem, warum kaufen die immer nur 500? Ziel Sonnenkraftwerk. Da warte ich jetzt mal ein Auge drauf. Ich werfe Sinza an. Wir müssten ja eigentlich bis vor die Handelsstation fliegen. So, alle noch Sonnenkraftwerk als Ziel. Ich will mal gucken, wie voll sie ihr Lager machen. Also ihren Frachtraum. Ja, weil sie halt Stufe 1 benutzen ja noch keinen Sprungantrieb. Und ich weiß nicht, ob ich bei allen das Triebwerkstuning voll installiert habe, aber glaube ich schon. Trotzdem dauert das ewig. Wahrscheinlich sind deswegen auch die Lager leer, weil die teilweise jetzt 5, 6 Sektoren weit fliegen, um die Energiezellen zu kaufen und dann nochmal 5, 6 Sektoren zurückfliegen müssen. So, zwischen angekommen. Na gut, dann werde ich wohl nächste Folge darauf achten müssen. Wir wollen jetzt das als Ziel nehmen. Haben wir schon als Ziel. Irks, wenn denn. Und 4,5 Kilometer ranfliegen. 4, so. Dann ganz schnell das Triebwerkstuning kaufen und dann abspeichern. Handel. Wir hätten gerne Rudertuning. Triebwerkstuning. Und wir haben immer noch 3 Millionen. Da kaufen wir nochmal die maximale Laderaumerweiterung. Auch wenn das mal eben 500.000 kostet. Und jetzt können wir ohne Bedenken abspeichern. Also, wir sehen uns dann gleich wieder.